Willkommen zu unserer Top 10 Show. Heute Abend haben wir Elektrizität als Thema. Elektrizität in allen Formen zum Mitnehmen besonders. Und wir legen da sofort los mit einem kleinen handlichen Gerät, was Ihnen den Extrastrom gibt. Hier kommt Platz Nummer 10. Ja, da kommt Diana schon. Sie sehen, sie hat es schon in der Hand. Ein unglaublich beliebtes Produkt bei uns. Dankeschön. Nimmst du bitte eins? Ja. Jawohl. Und das ist wirklich etwas, ich glaube, Sie kennen es alle, Powerbank. Also Ersatzstrom für unsere Mobilgeräte bzw. für alle per USB zu ladenden Geräte. Was hier aber das Außergewöhnliche ist, ist ein großzügiges Solarpanel. Und wenn wir jetzt mal genau drauf schauen, sehen Sie dieses grüne Licht hier oben? Das heißt, selbst unser künstliches Licht, da sehen Sie es, sorgt schon dafür, dass die Powerbank wieder aufgeladen wird. Und ich jetzt ganz einfach hier über diesen wasserdicht verschlossenen USB-Anschluss mein Smartphone zum Beispiel oder Tablet oder auch mal ein E-Book-Reader aufladen kann. Das Außergewöhnliche hier ist natürlich selbstladend. Ich glaube, jeder hat eine Powerbank. Ich glaube, Diana hat 3 Stück oder so. Und Diana, du vergisst aber häufig mal die Powerbanks zu laden. Das heißt, du brauchst Ersatzstrom und willst einstecken, dann ist Powerbank eben oder Ersatzstrom auch leer. Das passiert hier nicht. Sobald Tageslicht oder Licht aus irgendeiner Quelle kommt, lädt sich das Gerät wieder auf. Für mich wirklich perfekt. Auch für dich wäre das perfekt, oder? Ja, super für unterwegs, das ist super. Jetzt Sommer kommt, wir machen immer Picknicks oder Camping. Ich glaube, das ist auch super Idee. Ich bin begeistert. Super Qualität, super. Auch sieht fantastisch aus, ja? Ja, also und oben sehen wir noch diese Lasche. Das ist auch noch sehr, sehr intelligent gemacht für alle, die mit dem Rucksack unterwegs sind. Ja, das einfach hinten an den Rucksack hängen. Ja? Und dann hat man immer, wenn man unterwegs ist, eben die Gewissheit, dass hier geladen wird. 3000 mAh ist die Kapazität. Das reicht, um heute ganz moderne Smartphones einmal komplett durchzuladen. Und während sie aufladen, wird über das Solarpanel wieder der Strom zurückgeführt. Das ist einfach perfekt und das für kleinstes Geld. Schauen Sie mal auf den Preis. Eine reine mit Solar betriebene Powerbank für unter 10 Euro. Ja. Das ist der Wahnsinn. Da sehen wir das, was ich gerade gesagt habe. Das geht natürlich auch beim Fahrradfahren, beim Wandern. Du hast immer deinen Ersatzstrom dabei. Ja, meistens ist der Strom alle, wenn man es am wenigsten brauchen kann. Wenn man eben versucht, noch mal ein Taxi zu rufen, abends im Restaurant, wenn man zu Hause mal gucken will, ob alles in Ordnung ist. Oder bei mir, mein Handy ist total bescheuert. Wenn es unter 10% ist, kann ich keine Fotos mehr machen. Dann sagt er, ich bin jetzt im Stromsparmodus, du kannst keine Fotos mehr machen. Das ist immer sehr ärgerlich. Und heutzutage hat man ja viele auf dem Smartphone drauf. Ja. Also ich denke nur an den digitalen Impfnachweis. Ich denke an mein Online-Banking, Fahrkarten, Flugtickets und alles auf dem Handy, Online-Banking. Und es ist schon eine halbe Katastrophe, wenn da mal der Strom weg ist. Hier geht einem der Strom nicht verloren. Man hat immer den Notstrom dabei. Ein unglaublich tolles System. Eine Powerbank, die sich mit der Sonne auflädt. Hier 3000 mAh, das ist richtig stark. Für unter 10 Euro mit der Bestellnummer NX1598569 zum TV-Sonderpreis natürlich 8,54 Euro für unsere Solar-Powerbank. Es ist unglaublich praktisch, weil Sie brauchen keine Steckdose, um es wieder zu laden. Sie halten es einfach in die Sonne, binden es an Ihren Rucksack rein oder legen es beim Auto unter das Armaturenbrett. Ganz, ganz einfach. Das war unser Platz Nummer 10. Wir können das Ganze noch mal eine Nummer größer machen. Hier kommt unser Platz Nummer 9. Viel größere Powerbank und ein super großes Solarpanel. Ja, also hier sehen wir, das sieht erstmal sehr stylisch aus. Aber was hier stylisch aussieht, hat auch einen unglaublichen Nutzen. Einmal die Lasche aufgemacht, sehen wir hier ein faltbares Solarpanel. Und wenn wir jetzt darauf achten, sobald ich das aufgefaltet habe, wird jetzt auch schon wieder Energie erzeugt. Wir sehen das hier in dem kleinen grünen Lämpchen. Das heißt, jetzt im Moment wird meine Powerbank wieder aufgeladen. Wir haben zusätzlich noch einen Scheinwerfer mit drin. Ich sage jetzt extra nicht Taschenlampe,
weil das ist ein Scheinwerfer, Diana hat ihn schon angemacht. Ja. Und natürlich jetzt noch mal eine größere Kapazität, nämlich von insgesamt 6000 mAh. Also auch gerne mal 2 oder 3 Smartphones aufladen und sogar parallel, denn wir haben 2 USB-Anschlussstellen. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur Smartphone aufladen, sondern vielleicht auch noch ein Tablet oder E-Book-Reader parallel oder ich und der Partner lädt auf. Und sobald du irgendwo bist, klappst du es auf und das sieht sehr elegant aus und du hast eben die Möglichkeit, Kraft des Lichts, ich möchte jetzt nicht mal Kraft der Sonne sagen, deine Powerbank wieder aufzuladen. Auch hier kann man im Prinzip nicht vergessen, es wieder aufzuladen, weil das von alleine funktioniert, sobald man es hinlegt oder hinsteht, stellt so, da oben sehen wir die 2 USB-Anschlussmöglichkeiten und natürlich, was wir hier jetzt nicht sehen, aber ist wirklich der Scheinwerfer, das muss ich jetzt wirklich sagen, weil das ist nicht irgendwie wie so ein kleines LED-Lichtchen, was hier hinten ist, sondern das ist eine richtige LED-Wand, ja, die hier jederzeit zuschaltbar ist. Also du siehst auch eine Mehrfachlösung, gerade für Camper vielleicht, die optimale Lösung. Ja, gerade wenn man draußen in der Natur ist, vielleicht ein paar Tage zelten, keine Steckdose hat, braucht man nicht mehr auf seinen Handystrom zu verzichten. Man kann das hier ganz einfach mit unserem faltbaren Solarpanel erledigen. 8000 mAh reicht wirklich, um es 3, vielleicht sogar 4-mal aufzuladen wieder. Und wie gesagt, Sie können 2 Geräte gleichzeitig laden. Ich finde das unglaublich praktisch, weil, wie gesagt, man hat immer Strom in seinem Handy. Egal, wo man ist und wie lange man unterwegs ist. Und gerade weil du sagst 8000 mAh, also das ist die maximale Kapazität. Aber in dem Moment, wo ich es wieder entnehme, wird es ja allein durchs Licht, irgendwo habe ich eine Lichtquelle, wieder aufgeladen. Das heißt, du hast ja eigentlich unendlich Strom, auch eine Taschenlampe, die eigentlich nie ausgeht, ja, weil der Strom immer zurückgeführt wird. Hier sehen wir den An-Ausschalter und da einfach 2-3 Sekunden draufbleiben und dann sehen Sie, ist die Taschenlampe wieder aus. Und sobald Sie Ihr Handy auch laden oder auch im Auto unterwegs sind, klappen Sie es auf, legen es irgendwo hin, vielleicht auch bei der Brotzeit oder wenn man mal irgendwo Rast macht und schon wird Kraft der Sonne, Kraft des Lichts, die Energie, die ich vorher entnommen habe für meine Mobilfunkgeräte, wieder aufgeladen. Und ich finde das einfach genial, so ein kleiner Selbstversorger und auch immer CO2-neutral. Sie wissen, erneuerbare Energien, Sonnenlicht ist CO2-neutral. Für mich die sauberste Art und Weise, Strom selber zu generieren, zurückzugewinnen und deshalb bin ich absoluter Fan von solchen sich selbst wieder aufladenden Powerbanks. Sie haben die Größe gesehen, das ist also wirklich kaum größer als ein Handy. Diese Powerbank mit einem faltbaren Solarpanel, 5 Solarpanels haben wir da drauf. Das ist natürlich modernste Technologie hier, ein monokristallines Solarpanel, 5 Stück davon mit der Bestellnummer PX2877569 für unser zweites Solar-Powerpanel, was wir hier Ihnen vorstellen durften. Das war Platz Nummer 9. Wir machen weiter mit einem Produkt, was Ihnen draußen unterwegs im Auto hilft. Hier kommt Platz Nummer 8. Es ist wieder eine Powerbank, aber die hat noch richtig Wummsreif, ne? Das ist jetzt wirklich eine geniale Kombination. Also fangen wir hier erstmal ganz klein an. Es ist eine kleine handliche Powerbank. Sehr elegant, wirklich sehr schlank, auch hochwertig, das merkt man sofort, mit der ich wiederum Ersatzstrom über USB entnehmen kann. Aber was hier natürlich das Wahnsinnige ist, was ich vorher in dieser Größe noch nie gesehen habe, und das hat Diana jetzt schon eingesteckt, das sind die Batterieklemmen, die mit dabei sind. Weil diese kleine Powerbank ist in der Lage, einen kurzfristigen Strom von bis zu 400 Ampere rauszuschicken. Und das reicht aus, um Batterien von Mittelklasse-Autos zu überbrücken. Also leere Batterie haben wir alle schon mal erlebt. Mhm. Du hast das erlebt, ich, Diana, stand sogar mal mitten in der Nacht irgendwo in der Pampa. Mhm. Und damit kann ich das lösen. Einfach jetzt die Krokodilsklemmen einstecken, das ist auch alles spritzwassergeschützt, anschließen an die Batterie, Auto starten, läuft wieder. Und 400 Ampere, die reichen in der Regel aus, um Autos bis zu einem Hubraum von 2,5 Litern
zu starten. Also Sie sehen, gehobene Mittelklasse, du hast so, also ich habe zum Beispiel 2,3 Liter, ich weiß nicht, weißt du deinen den Hubraum von deinem Auto? 1,6 Liter. 1,6 Liter, ja. Diana hat glaube ich 2 Liter Motor drin, musst du jetzt nicht wissen, aber bei Mittelklassewagen geht das. Und das ist jetzt eigentlich perfekt. Und vielleicht auch als Geschenkidee für die Väter an ihre Töchter, weil ich, also für mich wäre das ein Albtraum, dass meine Tochter irgendwann mal mit ihrem Auto mitten in der Nacht stehen bleibt und sich nicht weiter zu helfen weiß oder warten muss, bis Hilfe kommt. Hier haben wir natürlich zum Handy aufladen, aber eben auch den Strom dank dieser Klemmen, um eine leere Batterie zu überbrücken. Da kann man auch mal gern der nette Pannenhelfer sein. Und schau mal, in der Größe, das passt ganz locker in jedes Handschuhfach. Es ist genial. In jedes Handschuhfach, in jede Seitenablage, weil es eben die Größe einer normalen Powerbank hat. Das ist also kaum größer als Ihr Handy. Und damit können Sie der Pannenursache Nummer 1 in Deutschland begegnen und sich selber helfen. Gerade jetzt im Winter mit den Temperaturschwankungen, da ist das schon mal, dass eine Batterie eben auch sehr beansprucht wird. Dann ist die vielleicht mal leer. Vielleicht hat man irgendeine Tür nicht richtig zugemacht oder die Innenbeleuchtung angelassen. Bei manchen reicht das Handschuhfach, wenn es auf ist, bleibt die Lampe eben an. Kofferraum nicht richtig zu. Mit elektrischen Autos ist sowieso noch viel, viel mehr Pannenursachen dabei. Du hast auch so ein Hybrid, Diana, ne? Da ist also elektrisch, kann man da überhaupt gar nichts mehr ausschließen. Das kann ganz, ganz leicht passieren, gerade jetzt im Winter eben mit den Temperaturunterschieden. Ja, also ich muss auch sagen, viele denken, ich habe ein neues Auto, mein Auto ist erst 2 Jahre alt, da kann das nicht passieren. Doch, gerade da, weil je neuer das Auto, desto mehr elektrische Abnehmer hängen dran. Und ich weiß, unser Kollege Carsten Ruland erst letzte Woche leere Batterie bei Feierabend. Gott sei Dank haben wir solche Geräte, um das eben zu regulieren. Und er hatte, glaube ich, die Innenbeleuchtung aus Versehen angelassen oder weiß es nicht genau. Aber das kann ja immer passieren und das hier ist der perfekte Notfallhelfer. Unsere Powerbank mit Kfz-Starthilfe. Unglaublich, eine Powerbank mit Kfz-Starthilfe. Schauen Sie mal, wie klein das Gerät ist, womit Sie ein großes Auto wieder starten können, bis zu 2,5 Liter. Die Bestellnummer ist die ZX3000, ist eine Neuheit bei uns noch. ZX3000, das ist der Platz Nummer 8 für Sie. Entschuldigung, ich habe Ihnen die falsche Bestellnummer gesagt. Die Bestellnummer ist die ZX3059569. ZX3059569. Mein Fehler, das war Platz Nummer 8. Wir machen weiter mit einer weiteren Starthilfe. Hier kommt Platz Nummer 7. Noch eine Starthilfe, aber die ist jetzt noch mal ein bisschen größer. Ja, vor allem leistungsstärker. Also wir haben gerade gesagt, für die Mittelklassewagen bis 2,5 Liter Hubraum. Aber hier haben wir jetzt etwas, was eigentlich für alle mir bekannten Autos geht. Natürlich haben wir erstmal eine Powerbank, also Strom zum Mitnehmen. Den haben wir hier auf der Seite. Und da sehen Sie auch hier schon größer, auch in der Kapazität. 12.000 mAh. Also das ist schon jede Menge Strom. Wir haben hier auch einen richtigen Scheinwerfer, aber das Wichtige ist natürlich hier wieder alles Spritzwasser geschützt, hier drunter versteckt. Und wenn wir da jetzt schauen, haben wir USB, aber auch USB-C. Also auch die modernen Geräte können hier kraftvoll geladen werden. Aber das Wichtige ist hier dieser Stecker. Denn hier drin ist natürlich wieder die Batterieklemme. Man kann da übrigens auch nichts falsch machen, weil man die immer richtig einstecken muss. Es passt nicht falsch rum. Und jetzt sehen wir hier, dass wir gleich mal schon Spannung drauf haben. Jetzt angeschlossen an die Batterie. Und jetzt haben wir hier einen Spitzenstrom von bis zu 1200 Ampere. Und das reicht also im deutschen Bereich, im europäischen Bereich für alle Autos. Mhm. Amerikaner haben teilweise 7 Liter Hubraummaschinen. Ja, ja. Da könnte man an die Grenzen kommen, aber bis 5 Liter, also bis zur gehobenen Luxuslimousine, kann ich hiermit jedes Auto starten. Also, ich hoffe, dass Sie es immer nur brauchen, um Ihre Smartphones oder Tablets aufzuladen oder auch die iPads, die neuen oder die Apple-Geräte, die alle über USB-C gespeist werden. Aber wenn mal wirklich Not am Mann ist und man hat eine leere Batterie oder der Nachbar oder der Kollege, dann kann man sich selber helfen, ohne lange auf den Pannendienst zu warten. Und ich finde das so, so wichtig, dass man das ohne fremde Hilfe machen kann, weil
jeder, der mal einen Pannendienst gerufen hat, weiß, wenn mir das passiert, passiert es wahrscheinlich noch 20, 30 anderen in der Umgebung. Das heißt, der Pannendienst, die sind ja richtig schnell, die arbeiten auch sehr schnell, aber 2-3 Stunden Wartezeit sind dann keine Seltenheit. Ja. Und so etwas verkürzt mir nicht nur die Wartezeit, sondern ich habe keine, weil ich kann selber gleich mir helfen. Auch Überbrückungskabel, die man früher im Auto hatte, da war man immer auf Hilfe angewiesen, zumindest auf einen zweiten Autofahrer mit einer ganzen Batterie, der dann nebendran gefahren ist. Auch das ist hier nicht mehr. Und schön ist natürlich auch, dass ich hier die modernsten, und Sie sehen, das ist also ganz einfach zu montieren, die modernsten USB-Arten habe. Also einmal USB-A mit der Quick-Charge-Funktion, aber auch hier USB-C für die neuen Geräte. Der Scheinwerfer tut sein Übriges hier, womit ich auch noch richtig schön überall beleuchten kann. Da sehen wir das, ja. Der ist auch richtig stark und Sie sehen, da leuchtet jetzt gegen unsere Scheinwerfer. Und die Kapazität reicht auch lange aus mit 12.000 mAh. Also handelsübliche Geräte 4 bis 6 Mal kann ich die aufladen. Das heißt, ich könnte auch hier mal eine Woche in Campingurlaub gehen, ohne dass mein Handy leer ist. Ja, ja, und Sie brauchen auch keine Angst haben, dass das irgendwann alle ist, wenn Sie es lange rumliegen lassen. Die Akkus sind so gut, dass Sie es also wirklich nur 1-2 Mal im Jahr stecken Sie es einfach in die Steckdose und schon sind Sie immer gewappnet, wenn mal die Batterie nicht so will wie Sie. Powerbank und Kfz-Starthilfe in einem kleinen handlichen Gerät mit dieser Tasche hat die Bestellnummer ZX30569. ZX30569 ist die Bestellnummer hierfür. Unser hervorragender Platz Nummer 7. Die Größe von Starthilfen ist so klein geworden, Ralf. Früher war das so eine Riesenkiste immer. Das war unser Platz Nummer 7. Platz 6 bleiben wir beim Auto. Hier kommt Diana mit dem nächsten Platz. Platz 6 ist auch wieder eine Kfz-Starthilfe mit Powerbank. Ja, aber so etwas habe ich noch nie gesehen als Starthilfe. Ich werde Ihnen auch gleich erklären, warum. Es ist natürlich auch, wir sehen das, eine USB-Powerbank, mit der ich jetzt ganz einfach USB-C und USB-A-Geräte aufladen kann. 15.000 mAh Kapazität. Jetzt sehen wir hier aber das Zubehör. Ich kann also hier auch ohne Probleme, da sehen wir die Powerbanks, Zubehör wäre jetzt wichtig, schauen wir uns bei mir an, das Zubehör. Weil hier haben wir einmal wieder Krokodilsklemmen. Die können wir jetzt aber mal außen vor lassen. Ja? Sie sehen, das wäre ein Anschluss an die Batterie. Aber dieser Anschluss, der ist ganz, ganz wichtig. Weil jetzt können wir das an die Powerbank anschließen und in den Zigarettenanzünder, in die 12-Volt-Steckdose rein. Und jetzt bei leerer Batterie löst sich das praktisch oder geht der Strom direkt in die Batterie. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss das Auto nicht verlassen, auch bei leerer Batterie nicht. Ich muss keine Motorhaube aufmachen. Und ich hatte auch mal ein Auto, ich sage jetzt nicht die Marke, aber vielleicht ist es bei Ihnen auch so, da war der komplette Motorraum verschalt und verschraubt. Ich wäre nicht mal bei leerer Batterie an die Batterie rangekommen. Hier sitzen Sie im Auto, schließen das ganz einfach über die 12-Volt-Steckdose an. Jetzt Achtung, das ist dann kein Sofortstartverfahren, sondern es geht circa 10 Minuten, bis genügend Strom geflossen ist, um deine Batterie wieder so weit aufzuladen, damit du den Motor wieder starten kannst, ohne das Auto zu verlassen, ja, ohne fremde Hilfe. In den 10 Minuten rufst du kurz zu Hause an, sagst, oh, es wird ein bisschen später, ich habe eine leere Batterie, dann kommt gleich von der anderen Seite, brauchst du Hilfe? Nein, brauche ich nicht, das geht ganz von allein. Und das ist das Herausragende an dieser Powerbank, die natürlich jederzeit meine USB-Geräte auflädt, aber jetzt ohne das Auto zu verlassen, ohne die Motorhaube aufzumachen, ohne die Batterie zu suchen oder gar irgendwie dran zu müssen, kann ich meine Batterie wieder aufladen. Hier nur noch mal, wenn Sie es über Zigarettenanzünder machen, 10 Minuten circa Geduld anschließen. Es wird auch hier immer gezeigt, wie der Ladezustand ist. Und nach 10 Minuten, maximal 15 Minuten, haben Sie genügend Strom in die Batterie herübergeschossen, dass Sie das Auto wieder starten können, einfach wieder einpacken und schon ist das
Malheur beseitigt. Und ich denke jetzt gerade wieder an die jungen Damen, einsame, verlassene Waldgegend von mir aus oder Parkplatz, der letzte Auto noch. Und es ist stockfinstere Nacht, es regnet womöglich noch oder es ist bitterkalt draußen. Und dann aussteigen und die Motorhaube aufmachen, ist auch nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Deshalb ist das hier eigentlich das Perfekte und vor allem auch für Menschen, die so eine verschalte Motorraum haben. Ja, also bei mir war das wirklich eine Katastrophe. Ich bin nur an den Ölmessstab und ans Wischwasser gekommen. Alles andere war nicht möglich ohne Werkzeug. Und genau für diese Autos, für diese Menschen oder für Leute, sagen, ich mache mir doch nicht die Finger schmutzig, ich bleibe im Auto sitzen, ist diese Kombination perfekt. Sie können das natürlich auch direkt wieder über die Krokodils klemmen, aber das ist eigentlich nur das Notfallpaket. Hier bitte das anschließen. Denken Sie bitte dran, Sie müssen dann die Zündung einschalten, weil bei modernen Autos ist der Stromfluss nur gewährleistet bei eingeschalteter Zündung. Das gilt in beide Richtungen, bei der Stromentnahme als auch wenn ich reingebe. Also Zündung anmachen, zu Hause anrufen, vielleicht noch die E-Mails checken, einfach mal 10 Minuten Geduld haben und dann den Zündschlüssel drehen und ohne Probleme weiterfahren. Also für mich eigentlich ist das hier die perfekte Starthilfe, weil ich das Auto nicht verlassen muss. Ja, das hättest du auch gebrauchen können in Bremen. Da hast du gesagt, das ist dir mal passiert, Diana, ne? Das war schrecklich. Und das war auch nicht so hell draußen. Natürlich für mich, das war großen Stress. Aber hier, ich gefällt mir, dass ich muss nicht draußen gehen. Ich kann einfach im Auto sitzen, bleiben. Weil natürlich für Frauen zum Beispiel, das ist einfach schrecklich, dass du musst irgendwo sein und Hilfe fragen oder so. Super. Ich glaube, es gibt Gegenden in Deutschland, da steigen nicht nur Frauen nicht gerne aus, sondern auch Männer bleiben dann lieber im Auto sitzen. Also das ist auch wirklich etwas für jedermann. Unsere 3-in-1 Kfz-Starthilfe und USB-Powerbank, wo Sie nicht aus dem Auto müssen, um Ihre Batterie zu starten wieder, hat die Bestellnummer ZX30023569, unser Platz Nummer 6, unglaublich beliebt, weil man halt nicht aus dem Auto raus muss. Man bleibt im sicheren Umgebung, man bleibt wettergeschützt mit unserem Platz Nummer 6. Wir bleiben beim Auto und hier kommt unser Platz Nummer 5 für Sie. Ja, wir sind schon halb durch und Diana bringt uns hier eine komplette Pannenstation, kann man ja fast schon sagen, ne? Ja, und wer in den letzten Jahren mal Pannenhilfe benötigt hat und da professionelle Pannenhelfer angerufen hat, also da gibt es ja verschiedene Organisationen, der wird bestätigen, dass diese mit ähnlichen Geräten kommen. Das ist eigentlich der universelle Pannenhelfer. Und als wir dieses Gerät zum ersten Mal vorgestellt haben, habe ich es mir sofort gekauft und in meinem Auto ist es im Kofferraum. Es ist eine 5-in-1-Lösung und wir fangen mit den kleinen Lösungen an. Wir sehen nämlich hier, und das sehen wir auch, wenn ich es einfach mal einschalte, den Füllstand. Wir haben hier eine Powerbank eingebaut mit 9000 mAh. Diesen Strom kann ich per USB entnehmen, also Smartphones oder andere USB-Geräte aufladen und aber auch per 12 Volt. 12 Volt wäre zum Beispiel auch interessant, wenn ich mal außerhalb des Autos einen Autostaubsauger oder eine Kühltasche oder ähnliches, also eine thermoelektrische Kühltasche, betreiben will. So, das waren die ersten beiden. Jetzt kommen wir zum dritten, was ich auch für wichtig halte. Und wenn Sie da jetzt einfach mal ein Stück auf dem Anklopf bleiben, sehen Sie hier einen Scheinwerfer. Hier wirkt er jetzt gar nicht so hell, weil gegen unsere Scheinwerfer arbeitet. Aber glauben Sie mir, in stockfinsterer Nacht ist das eine wirklich tolle Arbeitsbeleuchtung oder ein Zusatz zum Warnblinklicht, um auf sich aufmerksam zu machen. Und dieses Blinken siehst du über viele, viele hundert Meter. Das ist also auch nochmal eine Sicherheitsoption. Aber jetzt kommen wir zu den zwei Hauptoptionen. Das erste sehen Sie, glaube ich, schon. Diese beiden Kabel. Hier haben wir wieder diese Batteriepolklemmen, die ich jetzt ganz einfach an die Autobatterie anschließe. Kraft von 600 Ampere. Hier gehen die raus, die gehen zur gehobenen Mittelklasse-Autos und die werden gestartet. Und ich glaube, jeder, der mal eine leere Batterie hatte und Pannendienste gerufen hat, wird bestätigen können, die sind mit ganz ähnlichen Geräten gekommen, haben das in den Motorraum gesteckt, haben angeklickt, haben gesagt, komm, setzen Sie rein, starten Sie. Problem gelöst, das brauche ich keine Pannenhilfe, das kann ich selber. Ja, also auch das unglaublich einfach und selbst für den Autoleihen ist das
gut zu handhaben. Für die Herren oder die Väter, die ihren Töchtern sowas geben wollen, einfach nochmal einen kleinen Tipp. Einmal zeigen, wie es funktioniert. Und jetzt kommen wir noch zur Zusatzinformation, die auch ganz wichtig ist oder Option. Wir haben hier auch einen Kompressor drin mit einem Manometer. Das heißt, ich kann auch den Luftdruck meines Autos, also meiner Reifen, messen und gegebenenfalls korrigieren. Und das mit einem Druck bis zu 17 Bar. Und der richtige Reifendruck sollte laut ADAC alle 14 Tage kontrolliert werden, gerade bei diesen Temperaturunterschieden, die wir jetzt gerade haben. Mhm. Und mal Hand an die Nase. Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Luftdruck kontrolliert? Wird mal wieder Zeit. Hier muss man nicht extra an die Tankstelle fahren. Das können Sie einfach mal an einem Samstagmorgen zu Hause machen. Einmal rundherum laufen, Luftdruck kontrollieren, gegebenenfalls nachbessern. Also ich finde es die perfekte Lösung. Ja, zu wenig Reifendruck ist nicht gut, zu viel Reifendruck ist nicht gut. Es ist beides sehr gefährlich. Hiermit können Sie das selber checken und eben auch nachfüllen. Ich hasse das an der Tankstelle. Da ist immer so ein dreckiger Schlauch. Eventuell muss ich Geld dafür bezahlen. Und in der Warten muss ich vielleicht auch. Nur hier kann man das selber machen. Der ideale Pannenhelfer gehört in jedes Auto, finde ich. Damit sind Sie wirklich für alles, gegen alles gewappnet hier. Mit unserem 5-in-1 Starthilfe Powerbank und Kompressor. Es ist alles drin. ZX3013569 ist die Bestellnummer. Sehen Sie mal, wie klein und leicht das ist. Das passt ganz einfach mal in den Kofferraum. Neben den Radkasten, nimmt kaum Platz weg. Und damit sind Sie auf der sicheren Seite. Würde ich meinen Töchtern, meinen Kindern, würde ich das sofort, meinen Partnern, sofort mit ins Auto nehmen. Ich habe es auch im Auto. Platz Nummer 5 war das. Wir machen weiter mit dem nächsten Platz. Und hier kommt Platz Nummer 4 für Sie. Jetzt kommen wir zum Strom zum Mitnehmen in seiner kleinsten und elegantesten Form. Ja, es ist wohl die kleinste mobile Steckdose der Welt. Zumindest die kleinste, die ich jemals gesehen habe. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter in der Stromversorgung. Und das kommt unglaublich gut bei Ihnen an. Die Nachfrage ist riesengroß. Bis vor kurzem wäre es auch für mich noch undenkbar gewesen, eine 230-Volt Steckdose einfach mal so mitzunehmen. Und hier Geräte bis zu, in dem Fall, 80 Watt Dauerbelastung dauerhaft zu betreiben oder langfristig. Aber fangen wir mal kurz an mit den kleinen Optionen. Wir sehen hier eine ganz einfache Bedienungseinheit. Wir haben hier diesen Schalter für einen, hoppla, da ist er, für den Scheinwerfer. Das haben wir wirklich. Also auch hier übrigens auch mal als Pannenhelfer hier mit Blinklicht. Auch das ist mit drin. Dann haben wir auf der anderen Seite, das möchte ich Ihnen auch zeigen, hier ein Arbeitslicht, welches sich jederzeit zuschalten kann. Und das sind die kleinen Optionen. Dann haben wir hier die USB-Fraktion, die ich laden kann, und zwar hier farbig gekennzeichnet Schnellladefunktion, sogar 4 Stück, die ich parallel betreiben kann. Und hier unten auch noch die moderne USB-Art mit mehr Strom, mehr Leistung, USB-C. Dieser kleine Rundholstecker, da ist ein Adapter dabei und da kann ich auch 12-Volt-Geräte mit dem Adapter betreiben. Aber das Wichtigste ist natürlich hier eine 230-Volt-Steckdose zum Mitnehmen. Kaum Gewicht, 1,2 Kilo und das ist unglaublich. Nicht größer als eine Postkarte. Du darfst mir gerne mal deine Moderationskarte zeigen. Genau. Schauen wir uns das mal an. Gucken Sie mal, verschwindet dahinter. Die passt in jeden Rucksack, passt überall rein. Und jetzt kannst du hier Lichtanlagen oder natürlich auch Musikanlagen am Baggersee, ich rede jetzt mal von meiner Jugend, Baggersee-Partys betreiben, aber vielleicht auch einfach mal die Laufzeit des Akkus, des Laptops erheblich verlängern. Und es war noch vor kurzer Zeit, Ingo, du wirst mir recht geben, undenkbar, eine Steckdose, eine 230-Volt-Steckdose einfach so mitzunehmen. Das ist Realität geworden. Und Sie sehen, wie groß die Nachfrage ist hier an der Platzierung. Ja. Die Nachfrage ist riesengroß. Für mich ist es die wahrscheinlich kleinste mobile Steckdose der Welt. Sie können den Strom einfach in den Rucksack, in die Handtasche, in die Sporttasche nehmen und einfach mal rausgehen. Schauen Sie mal hier. Diana, du hast da alles Mögliche dabei. Du hast einen Laptop dabei, eine Kühltasche. Das ist eine unglaubliche Arbeit, also Erleichterung hier. Wir sind so auf Strom angewiesen und den können wir jetzt tatsächlich mitnehmen mit der vielleicht kleinsten Steckdose der Welt, kleinsten portablen Steckdose der Welt. Das ist ein Energiekoffer, so müssen Sie sich das vorstellen. Schauen Sie mal, einfach in den Rucksack packen und damit können Sie jetzt überall Ihre 230-Volt-Geräte betreiben.
bis zu 80 Watt in Dauerbelastung. Das hält auch eine ganze Weile hier, ganz einfach zu bedienen. Ingo, übrigens auch sehr beliebt, nicht nur bei Leuten, die gerne zu viel draußen sind, sondern auch bei Modellfliegern oder Modellfahrern, also auch auf Booten, Modellboote, weil heutzutage werden fast alle Modelle mit Elektromotoren, also sprich auch mit Akku angetrieben. Mhm. Und die Akkus sind halt irgendwann mal leer. Und richtige Profis haben zwei Akkus. Einer wird bespielt, der andere wird geladen. Und das geht natürlich auch mit einer unglaublichen Kraft mit unserem kleinsten Powerpack, das wir hier haben. Also mit der wohl kleinsten 230 Volt Steckdose zum Mitnehmen, aber eben auch mit den USB und mit den 12 Volt Anschlüssen. Also es ist, war noch, ich sage ja vor kurzer Zeit, undenkbar, den eigenen Strom mal im Rucksack mitzunehmen. Und es gibt so viele Anwendungen, die wir hier haben. Und das ist einfach die, ja, ich sag mal, die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Ja, und wiegt ein gutes Kilo, also so viel wie eine Flasche Cola, sage ich mal. Das kann man wirklich einfach mitnehmen. Aufgrund der Größe und des Gewichts ist das eben so portabel hier. Das ist unser Platz Nummer 4, die wahrscheinlich kleinste Powerpack, das wahrscheinlich kleinste Powerpack, die kleinste Steckdose zu mitnehmen. Mit der Bestellnummer ZX3016569. War zu Weihnachten auch jetzt, vor ein paar Wochen, unglaublich beliebt als Geschenk, weil das ist so eine tolle, tolle Sache, dass man den Strom einfach immer dabei haben kann. Und vor allem, ich muss mich nicht entscheiden, nehme ich jetzt die 12 Volt, nehme ich die USB oder nehme ich 230 Volt. Du kannst alles parallel betreiben. Also Handy laden, E-Book-Reader laden, Laptop laden, gleichzeitig noch eine Musikanlage betreiben oder. Hier sehen wir noch die thermoelektrischen Kühlrucksack, den wir hier haben. Also es ist wirklich alles dabei, was wir hier brauchen. Und das ist für mich perfekt, wirklich. Es ist kein Gewicht, das du mitnimmst. Ja? Ob es in der Badetasche oder auch im Rucksack ist, das spielt dabei keine Rolle. Ja, das ist nicht schwer, das reinzutun, einfach mal in die Tasche zu stecken, Diana. Ne? Super, super geht, immer zu mitnehmen, ja. Ja, kann man einfach immer brauchen. Du hast gesagt, von Baggersee-Partys früher, da hatten die Leute riesengroße Stereoanlagen mit 1000 Batterien immer dabei. Die haben dann 2 Stunden gehalten, dann musste man wieder 30 Euro für neue Batterien ausgeben. Und hier siehst du auch nochmal, gerade im Pannenfall, sage ich jetzt mal, du hast eine Arbeitsbeleuchtung, die stundenlang hell leuchtet. Oder auch hier diese Scheinwerfer, das sind wirkliche Scheinwerfer, die du auch als Warnblinklicht oder sogar als SOS-Leuchten einsetzen kannst. Also das ist so ein 1000-Sasser, den du hier hast, immer mit dabei haben. Und ich glaube, es gibt immer mal wieder Situationen, wo man die ein oder andere Option nutzen kann. Und dann ist schön, wenn man eben diesen Notfallhelfer in dem Fall dann auch immer griffbereit hat. Eine Steckdose zum Mitnehmen in diesem kleinen Format. Das ist unser Platz Nummer 4. Wir bleiben bei der Steckdose zum Mitnehmen, gehen jetzt aber schon fast in den Profibereich. Hier kommt unser Platz Nummer 3. Ja, das ist jetzt keine Energietasche, das ist schon ein Energiekoffer, Ralf, oder? Ja, und vor allem, es ist unser heutiger Preis-Joker. Das heißt eigentlich undenkbar, ein solches Kraftpaket für diesen Preis zu bekommen. Hier liegen wir normalerweise bei 700-800 Euro. Und Sie werden es auch verstehen, wenn ich Ihnen die Optionen erzähle. Diana hat es reingetragen. Sie sehen, das wiegt knapp 6 Kilo. Sieht auch aus wie so ein... Es sieht jetzt aus, als wären da Lautsprecher drunter. Sehen Sie das? Sieht aus wie ein Transistorradio. Ist aber einerseits ein riesengroßer Scheinwerfer, aber noch viel wichtiger ist die andere Seite. Wenn wir uns das mal anschauen, das ist Elektronik pur. Ganz kurz erwähnt, natürlich auch USB mit Schnellladefunktion, USB-C und auch 12 Volt hier. Aber das hier ist das Wichtigste. Zwei parallel zu betreibende 230 Volt Steckdosen, die ich jetzt mit einer Dauerbelastbarkeit von 500 Watt nutzen kann. Und das ist jetzt wirklich Strom wie aus der Steckdose. Geräte bis 500 Watt. Es ist oftmals so eine Zahl. Oh, was sagt der wieder? 500 Watt, woher soll ich wissen, was 500 Watt hat? Ich nenne Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Ja, bleiben wir mal im Haushalt. Ihr Kühlschrank, wenn es ein moderner ist, hat so um die 120. Der Gefrierschrank, der große, 150 Watt. Ihr Fernseher, also bei mir, ich habe so einen 65 Zoll, der braucht 219 Watt maximal. Also Sie
sehen, das sind schon große Haushaltsgeräte, die ich hiermit betreiben kann. Auch natürlich Werkzeuge, eine Bohrmaschine gibt es auch mit 400 Watt, eine Stichsäge. Ja, also all das, damit kann ich mich mobil machen. Wir sehen hier noch ein paar Beispiele. Wir sehen natürlich auch den Laptop, wir sehen natürlich die Smartphones, den Kühlschrank, Kleingeräte, all das, was ich gerade erwähnt habe. Oder auch, und das ist auch noch was ganz Wichtiges, zum Notfallbetrieb von medizinischen Hilfsmitteln, die auch oftmals Strom brauchen. Also das ist wirklich unglaublich, was wir hier für ein Kraftpaket haben für so kleines Geld. Es ist unser Preisjoker. Die Nachfrage ist riesengroß, weil das genau die Mischung ist, die man heutzutage braucht. Klein, komfortabel und portabel auch, aber trotzdem sehr, sehr leistungsstark. Und hier sehen wir in der Grafik noch was ganz Wichtiges. Viele von dieser Powerpacks, auch von anderen Herstellern, erzeugen eine moderate Sinuswelle. Also das geht ganz einfach so, eine modifizierte, so ist das richtige Wort. Hier haben wir eine reine Sinuskurve. Das heißt, hier kommt der gleiche Strom raus wie bei Ihnen aus der Steckdose. Das heißt, alle Geräte bis 500 Watt laufen hier richtig schön. Im Display sehen wir dann auch immer den Füllstand, wann wir wieder aufladen müssen. Hier haben wir aber eine riesengroße Kapazität von 156.000 Milliampere-Stunden. Müssen Sie sich merken, richtig Kraft hier drin. Und das zum kleinstmöglichen Preis. Also mich wundert es nicht, dass wir hier auf Platz 3 gelandet sind. Jetzt schauen wir auch mal, was Sie als Pearl TV-Zuschauer wieder mal sparen im Vergleich zu den Katalog- bzw. Pearl.de-Kunden. Ja, das ist unser Joker-Produkt. Hier sparen Sie richtig Geld. Auf Pearl.de, im Katalog, auf all unseren Kanälen kostet dieses Gerät 499,99 Euro. Wir ziehen da nochmal 100 Euro ab, hier jetzt zum TV-Sonderpreis. Aber nur in den nächsten 2 Stunden, also müssen Sie schnell sein, haben wir dieses Kontingent, dieses Joker-Kontingent. Ralf, du hast gesagt, im Notfall mal medizinische Geräte betreiben. Das ist so wichtig, da können Sie das nämlich auch für benutzen. Im Notfall, wenn mal kein Strom ist. Das passiert leider jedem von uns, ist es schon mal passiert. Es passiert immer öfter. Es ist immer irgendwo in Deutschland Stromausfall. Und damit kann man sich die ersten paar Stunden mal über Wasser halten. Richtig. Weiter elektrische Geräte betreiben. Ja, und nicht nur eben medizinische Geräte, sondern alles. Schon allein Licht. Ich glaube, jeden, der mal den Stromausfall nachts, wenn man noch wach ist, erlebt hat, weiß, man kriegt sofort so leichte Schweißtropfen. Woran liegt es denn? Hier haben wir das Notfallpaket. Und wir haben ja 2021 gelernt, dass es nichts gibt, was unmöglich ist. Also wenn ich nur an letztes Jahr denke, hier waren Schneemengen, die habe ich in meinem Leben genau nie gesehen. Her, ne? Ja, ja, da hatten wir hier Schneemengen, wir hatten Unwetter, wir hatten Tornados, wir hatten Hochwasser, wie ich es noch nie gesehen habe. Über 1 Meter Schnee innerhalb von 36 Stunden. Und Sie haben das ja alles selber miterlebt und Sie wissen, auch hier ist mittlerweile alles möglich, ob das natürlich ein Umweltschaden ist oder andere Beweggründe hat. Hier haben Sie auf jeden Fall Ihren Notstrom, den modernen Strom des 21. Jahrhunderts, den man natürlich nicht nur da zu Hause jetzt hinstellt und sagt, jetzt warte ich auf den nächsten Stromausfall. Nein, das nimmt man auch mit 6 Kilo Gewicht kein Problem, mit an See, mit zum Fischen, mit in den Schrebergarten und hat dann seinen mobilen Strom für überall. Und ich muss noch mal auf den Preis zu sprechen kommen, weil der so einmalig ist. Das ist unser Preis-Joker heute. Und da sollten Sie natürlich sofort zugreifen, weil günstiger kann es nicht mehr werden. 399,99 Euro. So preiswert hatten wir das Powerpack noch nie. Unser Platz Nummer 3 mit der Bestellnummer ZX3080569 kommt auch sehr elegant daher. Das kann man auch mal auf den Tisch stellen, wenn man mal in den Garten geht hier. Unser Platz Nummer 3, der hat die Bestellnummer ZX3080. Ich sag's nochmal, 100 Euro sparen Sie jetzt zum TV-Sonderpreis im Vergleich zu Pearl.de, unserem Katalog, all unseren anderen Outlets. Jetzt kommen wir schon, wir sind schon bei Platz Nummer 3 gewesen. Das heißt, jetzt kommt die Silbermedaille, unser Platz Nummer 2 für Sie. Ja, wir bleiben bei Powerpack und ich nenne das immer ehrfurchtsvoll unser silbernes Powerpack. Ja, und passt ja auch zur Platzierung. Silber, ja, die Silbermedaille. Aber das sind jetzt einfach Stromspeicher, also wir sagen Powerpacks dazu, der neuesten Generation. Wir sehen, das ist sehr, sehr kompakt, aber trotzdem, Sie sehen das, mobil.
hat so ein Gewicht ungefähr wie ein Kasten Bier, 11,5 Kilo. Ist also überall mitzunehmen. Aber hier die neueste Akkutechnologie, und zwar Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Und die zeichnen sich ganz einfach aus durch unglaubliche Kapazität und natürlich auch durch extreme Langlebigkeit. Der Hersteller gibt hier an 2000 Ladezyklen ohne Kapazitätsverlust. Schauen wir uns erstmal die ganzen Anschlüsse an. Wir haben zwei 230 Volt Steckdosen, die ich in einer Dauerbelastbarkeit bis zu 1000 Watt benutzen kann. Natürlich USB Typ C bis 65 Watt, dreimal USB-A mit Schnellladefunktion. Wir haben die 12 Volt Anschlüsse, also all das, was man braucht. Aber das Wichtigste hier ist natürlich zwei 230 Volt Steckdosen mit einer reiner Sinusstromleistung und einer Entnahme bis zu 1000 Watt. Und jetzt haben wir hier also im Prinzip zum Vorgängermodell nochmal verdoppelt die Kapazität. Mhm. Ja, und das ist eben vom anderen Stern. Zur Akkutechnologie nochmal, Ingo, das weißt du ja auch, die ist hier die modernste Akkutechnologie, ja. Ist wesentlich weniger empfindlich als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus, ist umweltverträglicher, da auf viele, viele Schwermetalle verzichtet worden ist. Und die Langlebigkeit, die möchte ich noch mal erwähnen, 2000 Ladezyklen. Jetzt ist das eine Zahl, mit der man nicht unbedingt was anfangen kann. Ich sag mal, wenn Sie hier jeden dritten Tag aufladen müssten, dann müsste es täglich im Betrieb sein, dann kämen Sie auf circa 100 Ladezyklen pro Jahr. Das heißt, dann bei diesem Beispiel, bei täglicher Nutzung, hätten wir 20 Jahre Dauerbetrieb ohne Kapazitätsverlust. Also kann man hier sagen, das kauft man sich einmal und hat es im Prinzip ein Leben lang als Stromreserve. Und wir haben es vorhin gesagt, es gibt nichts, was nicht passieren kann. Es gibt nichts, was nicht passieren kann im Notfall. Aber denken Sie mal drüber nach, auch wenn Sie jetzt mal in den Garten gehen, nehmen Sie normalerweise ein ellenlanges Stromkabel, um Ihre schweren Maschinen zu benutzen. Heckenschere, Rasenmäher, was weiß ich. Hier können Sie Geräte bis zu 1000 Watt anschließen und nehmen den Strom einfach mit. Sie brauchen nicht in den Keller zu gehen. Das alte, staubige, vielleicht mit Spinnweben verklebte Kabeltrommel rauszuholen oder ewig lange Verlängerungskabel. Nehmen Sie einfach Ihr Powerpack mit. Und das ist das, wofür wir viele Zuschriften bekommen haben, wo viele Leute das eben anwenden. Statt eines langen Stromkabels nehmen Sie einfach das mit. Im Campingbereich natürlich und im Notfall. Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten. Und Ingo, ganz wichtig, das ganz, ist ganz wichtig. Sofort lieferbar. Es ist sofort lieferbar. Wir haben die auf Lager und die können Sie bestellen. Es ist in wenigen Tagen bei Ihnen unser silbernes Powerpack. Und das hat die Bestellnummer ZX3077569 zum TV-Sonderpreis. Sie sparen Geld. 949,99 € unter 1000 Euro. Ein so starkes, leistungsstarkes Powerpack ist einfach ein super Angebot, was wir Ihnen hier machen. Es ist lieferbar, es sieht sehr elegant aus und damit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn mal Stromausfall ist. Sie sind auf der bequemen Seite, wenn Sie eben Ihre Steckdose mitnehmen. Wir haben das auch noch, Entschuldigung, als Paket angeboten für Sie, jetzt als Solarkraftwerk. Und da muss man sagen, die meisten holen sich gleich dieses Sparpaket, also unser Stromspeicher. Aber ich muss das ja auch irgendwann mal wieder laden. Und dann ist die sauberste Sache, wenn Sie das mit Ihrem eigenen Sonnenkraftwerk machen. Ich zeige Ihnen das mal. Das hier ist in Zukunft Ihr Sonnenkraftwerk. Jederzeit transportabel, das ist nicht größer als so ein Tapeziertisch und auch ganz einfach zu installieren. Schauen Sie, ich stelle es jetzt einfach mal hier hin und mache diese zwei Schnellverschlüsse auf. Und jetzt sehen Sie dann auch gleich die ganze Pracht, weil wir haben hier natürlich ein Solarpanel, unser größtes, das wir haben, ein Sonnenkraftwerk, welches die Leistungsaufnahme von 260 Watt hat. Standfüße sind mit drin, alle Anschlusskabel, die ich brauche, sind mit drin. So, und jetzt haben wir gerade unser Sonnenkraftwerk aufbereitet. Hier haben wir den Stromspeicher, auch übrigens das ganze Jahr zu nutzen. Ich komme gleich dazu, warum. Und das hier ist das monokristalline Solarpanel, welches aufnimmt. Und jetzt auch zu Hause mal aufstellen auf dem Balkon. Mhm. Wenn Sie nicht zu Hause sind, tagsüber kein Problem. Sie speichern den Strom in Ihrem Powerpack, in Ihrem Stromspeicher und abends entnehmen Sie den. Und bei den Stromkosten zurzeit kann man da ganz, ganz viel Geld auch unter der Woche zu Hause sparen. Und wenn es dann mobil geht zum Angeln, zum Fischen oder natürlich auch mal in den Schrebergarten oder an den Baggersee oder in die Garage als Werkstatt, nehmen Sie Ihren Strom mit und das ist einfach die
die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Unser Solarkraftwerk zum unteren Arm packen. Sie haben es gesehen. Das Solarpanel in die eine Hand, das Powerpack in die andere Hand. Als Sparpaket hier. Sie sparen bares Geld. Zusammen zum TV-Sonderpreis. Unser Platz Nummer 2 hat die Bestellnummer ZX307869. Ist lieferbar. Sie können anrufen. Es kommt in wenigen Tagen zu Ihnen. Unser Platz Nummer 2. Ja, Ralf, jetzt haben wir ganz schön viel Strom schon gehabt, aber den größten Strom haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Hier kommt Platz Nummer 1. Ja, ich sage nur, tada, da ist unser Platz Nummer 1. Unser größtes und leistungsstärkstes Powerpack, was so beliebt bei Ihnen ist, dass es auf Platz Nummer 1 ist, obwohl es vorbestellt werden muss. Ja, also die Nachfrage ist riesengroß. Und gerade bei diesem Einzelgerät, aber auch in der Kombination, die wir gleich noch sehen, kann ich Ihnen nur sagen, das wird dieses Jahr nicht mehr vorkommen, dass wir sagen, ist sofort lieferbar. Ja. Weil das hat uns die Erfahrung gezeigt. Wir sagen vorbestellen und bis der Termin ist, und Sie sehen, da ist er jetzt schon wieder im März, also geht gar nicht mehr so lang, ist es komplett vorbestellt, dann muss man wieder auf die nächste Lieferung warten. Deshalb jetzt clever sein. Es ist das Gerät der Zukunft. Leistungsstärkstes Powerpack. Und wir sehen hier auch große Geräte. Wir haben große Kreissäge gesehen. Wir haben hier nämlich die Leistungsentnahme, hier auch mit neuester Akkutechnologie, bis zu 2000 Watt. 2000. Jetzt sind wir wirklich bei der Spitze der mobilen Energie, der modernen Stromspeicher, natürlich auch mit neuester Akkutechnologie. Und bei 2000 Watt sind wir jetzt bei Kaffeemaschinen. Wir sind bei Fritteusen. Wir sind bei Industriestaubsaugern. Wir sind bei großen Werkzeugen. Ja, ich sage sogar, die Frau kann sich die Haare trocknen mit ihrem Haartrockner selbst mobil. Also nur mal, um Anwendungsgebiete zu zeigen. Hier hast du eigentlich einen Ersatz für die Steckdose, die normalerweise nur zu Hause in der Wand ist. Und diese Leistungsfähigkeit ist wirklich enorm. Trotzdem mit 20 Kilo transportabel. Das ist Baustellenstrom, das ist Gartenstrom, das ist Strom für überall. Und die Nachfrage ist so riesengroß, dass ich Ihnen jetzt nur sagen kann, das, was hier steht, was Ihnen Ingo gerade zeigt, bestellen Sie vor. Lassen Sie sich in diese Liste eintragen. Weil diese jetzt im März ist bereits zu, wenn ich es heute vorhin richtig gelesen habe, 79%, also über 3/4 vorbestellt. Das heißt, wenn die Lieferung dann kommt, wird sie komplett vorbestellt sein. Deshalb jetzt mit auf die Liste schreiben lassen. Sie sichern sich, dass Sie bei der nächsten Lieferung dabei sind. Und das ist eigentlich auch rechtzeitig für alle Camper vor der Campingsaison, weil kurz danach kommt dann Ostern, Pfingsten, Sommer und also perfekt eigentlich vom Zeitpunkt her. Und Sie sichern sich noch unseren TV-Sonderpreis, weil eins ist auch sicher. Und Sie haben das in vielen Bereichen des Lebens mitgekriegt. Die Preise steigen und so wird das dann auch sein hier, dass wir diesen TV-Sonderpreis für dieses Gerät nicht mehr halten können. Deshalb jetzt sofort zugreifen und dann haben Sie das größte Kraftpaket, den größten Stromspeicher in unserem Sortiment bald bei Ihnen. Natürlich nicht nur 230 Volt, ja, das ist auch 5 Volt, genauso wie wir es hatten, und auch 12 Volt, alles mit dabei. Aber das Wichtigste sind natürlich die beiden 230 Volt Steckdosen, die ich parallel bis zu 2000 Watt dauerhaft betreiben kann. Ich habe mal zu Hause nachgeguckt. Wir haben kein Gerät zu Hause, was nah dran kommt an die 2000 Watt. Du hast im Prinzip nur eins und das ist der Herd. Und da musst du Backofen und alle 4 Herdplatten anmachen. Wir haben Gasherd. Ja? Also dann kommt, also, hast du gar keinen. Dann hast du recht. Ja, also es ist wirklich, du kannst den ganzen Haushalt auch bei längerem Stromausfall aufrechterhalten. Ja. Und da wären manche dieses Jahr schon, oder letztes Jahr schon froh gewesen, hätten sie sowas zu Hause gehabt. Unser größtes Powerpack hat die Bestellnummer ZX307669. Jetzt ist Ihre Chance, bei der nächsten Lieferung dabei zu sein. Sichern Sie sich Ihren Platz auf der Liste. Sie müssen es auch erst bezahlen, wenn es dann kommt. Also da brauchen Sie sich auch keine Gedanken, sondern wenn Sie auf pearl.tv bestellen, haben Sie noch mal eine ganze Menge mehr Bezahlmöglichkeiten mit Kreditkarte, PayPal, ich weiß nicht, was wir da alles anbieten. Aber jetzt ist die Zeit, wenn Sie drüber nachdenken, jetzt das hier zuzuschlagen. Auch dieses Powerpack haben wir wieder als Sparpaket natürlich, richtig, als tragbares Solarkraftwerk. Und ich finde das schön, dass die meisten von Ihnen auch so clever sind und diese Vorteile erkennen. Ja, also natürlich, der Vorteil dieses Stromspeichers, der ist schon unbestritten. Aber jetzt CO2-neutral und kostenlos, den auch immer wieder aufzuladen,
Das ist eben richtig Cleverness. Guter Punkt mit dem kostenlos. Weißt du, was der normale Kilowattstunde heute kostet? Ja, ich habe es heute wieder gelesen. Also sie sind explodiert. Mittlerweile kostet eine Kilowattstunde weit über 30 Cent. Ja. Und das ist eben enorm. Hier, und da lehne ich mich aus dem Fenster, erzeugen sie immer kostenlos Strom, weil Sonnenlicht, das behaupte ich jetzt einfach mal, wird nicht besteuert werden. Auch in Zukunft nicht. Und das ist CO2-neutral, also auch extrem umweltfreundlich. Und du schaffst dir mit dieser Kombination dein eigenes Sonnenkraftwerk. Tagsüber Strom aufnehmen und abends dann verbrauchen. Wobei bei dieser Kombination auch noch wichtig ist, sie können das sogar parallel machen. Während sie Strom aufsammeln durchs Tageslicht, können sie auch gleichzeitig über ihren Stromspeicher den wieder entnehmen. Also somit hast du eigentlich einen absoluten Selbstversorger. Mhm. Und da könntest du, ich übertreibe jetzt mal wieder, 10 Jahre in der Sahara mit permanenter Strom Unterstützung leben. Ja, aber ich glaube auch für uns Otto Normalverbraucher ist das einfach die Sicherheit. Wir sind alle angewiesen auf Strom. Sie genauso wie wir. Wir merken das erst, wenn der Strom mal fehlt. Aber lassen Sie es gar nicht so weit kommen, dass der Strom mal fehlt. Versorgen Sie sich selber. Unser Platz Nummer 1, das zeigt, wie groß die Nachfrage ist. Jetzt bitte auch dieses Sparpaket vorbestellen, damit Sie bei der nächsten Lieferung berücksichtigt werden können. Ja, und du hast es vorhin gesagt, auch hier bieten wir Ihnen den TV-Sonderpreis an. Unser größtes Solarpanel mit dem größten Powerpack zum Preis von 2021. Die nächste Lieferung, erstmal wissen wir nicht, wann sie kommt, aber wir wissen definitiv, dass wir mehr Geld dafür bezahlen müssen. Das heißt, die werden teurer. Hier zum TV-Sonderpreis ZX31 45569 ist die Bestellnummer für unser beliebtestes Strompaket. Ein Solarkraftwerk zum Mitnehmen. Mehr muss man eigentlich dazu gar nicht sagen. Das Größte und Stärkste, was wir haben, auf Platz Nummer 1. Ja, das war unsere Top 10 für Sie im Strom, in Elektrizität, für alles, was wir hatten. Wir hatten Autos, Handys oder den richtigen Strom. Viel Spaß damit!